Oh Gott, ich habe mir das Deck genommen. Okay, Leute. Ich habe keine Ahnung mehr von. Really? Ich habe keine Ahnung mehr von. Alter, das ist so verarsche. Wie zufällig genau in der Bombe drin lande. Ach Leute. Okay, ja, ich habe schon ewig nicht mehr mit ihm hier gespielt. Okay, räumen trotzdem noch ganz gut auf. Okay. Okay, du bist zwar nicht mein Auftragsziel, aber das ist mir jetzt egal. Okay. Ja, ich habe ein Auftragsziel. Und zwar Madamba zu töten. Weil wir haben ein Auftragsziel, Madamba zu töten. Wo ist Madamba? Wo dümpelt Madamba rum? Und Bomb King. Naja, den haben wir ja. Yep. You miss it. Okay. Macht immer noch Spaß wie eh und je. Auch wenn ich jetzt erstmal genau einfach nur irgendwie über mich um mich rumschieß, um ihn zu erwischen. Ja, er hat eine Bombe an mir befestigt und die ist weg. Habe ich ja Glück, wie ich schon wieder da reingeraten bin. Ja, also ich werde heute ein bisschen, ich glaube, mit Lex spielen. Ich weiß nicht, ob nur mit Lex, sondern auch noch mit irgendwem anderen, aber auf jeden Fall mit Lex und meine Güte, werde ich gerade die ganze Zeit attackiert. Meine Ult bringt ja, glaube ich, nur was, wenn die Leute 60% oder weniger Leben haben. Alter, geh weg. Komm. Aber bei Headshots kann ich die auch so locker töten. Okay, von hinten. Lohnt es sich überhaupt, über die Distanz irgendwie reinzuballern? Vermutlich lohnt es sich immer, aber. Kann ich hier überhaupt Damage stehlen? Über die Distanz? Ich hatte meine R nicht bereit. Okay, ja, wie gesagt, ich teste heute ein bisschen rum. Ich bin heute Lex. Ich kann gerne nochmal sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jo, genau da, wo wir sind, möchten sie ihren Drachen machen. Die Leute von heute. Ich hätte fast einen Kill gemacht. Man muss es, glaube ich, einfach machen, wenn man hinter den Gegnern ist. Weil sonst hat man wirklich keine Chance. Und ich sollte mal vom Drachen wegkommen. The Camera. Ich würde sie halt gern finden, weshalb ich jetzt ein bisschen außerhalb rumlaufe. Das Problem ist eher. Oh, 150 für Maldamba. Below. Ernsthaft? Wie er gerade hinter der Ecke verschwunden ist, so richtig eklig. Ach komm. So, down. Werde halt so sterben. Sie hat zumindest nicht gleich mich angegriffen. Killing Spree. Okay. Ja, du entkommst mir sowieso nicht. Komm, wir sterben. Also ich kann schon ganz gut Damage dealen, wenn man mal, wenn wir mal so sagen, ne? Ich bin schon ein ganz guter Damage Dealer. Ich kann sogar auf Distanz ein bisschen reinhauen. Danke, dass du dich mitten in den Weg stellst und dann nichts mehr machst. Oh Gott. Und nächste Person. Und nächste Person. Okay, Lex kommt mir irgendwie gerade ziemlich stark vor. Aber gut. Wird sich ja noch zeigen. In der zweiten Runde. Ich glaube, ich mache jetzt extra Offensive. Folge kommt natürlich mal wieder ziemlich spät. Aber was soll's. So. Da habe ich aber nicht veraimt, oder? Das war einfach nur irgendein Bug.
Sah zumindest so aus, weil wenn man jetzt schon trifft, auch wenn man so komplett veraimt. Das war eines der schlechtesten Plays von mir, aber gut. So, 42.000 Damage. Jo. Nein, danke. Ja, ich würde sagen. Okay, 20 Kills. Das ist auch gut. Ab in die nächste Runde. So, ich habe jetzt mal ein anderes Talent genommen. Und zwar, dass ich Leuten, die mehr als 65% des Lebens haben. Fängt ja schon mal solide an. Dass ich Leuten, die mehr als 65%. Also, das Talent, das ich genommen habe, ist, dass ich Leuten, die mehr als 65% Leben haben. Mehr Damage zufüge. Und zwar 25% mehr Damage. Ich brauche mein neues Ziel. Okay. Hätte ich was bekommen. Ich brauche heilsames Töten. Dann wird es aber, glaube ich, was. Kronos. Würde ich auch gern hochbringen. Ich habe jetzt, ja, es ist natürlich die Vergeltungszeit, trotzdem, also es ist trotzdem jetzt, sind halt wieder 30 Sekunden, bis ich wieder Vergeltung einsetzen kann, nachdem ich es einmal eingesetzt habe. Na, langweilig mich nicht. Komm. Alter. Wieso konnte ich ja kein Damage machen? Wieso genau nochmal? Ja, wie gesagt, ich probiere jetzt mal so ein neues Zeug aus. Mal schauen, dafür ist halt jetzt ja von meiner L. Übrigens, falls ihr jetzt nicht wisst, was ich für Fähigkeiten habe, ich kann es euch gerne jetzt gleich nochmal erklären. Also, aber die Abklingzeit von meiner L wurde jetzt auf wieder auf 30 Sekunden hochgesetzt. Ich muss eigentlich nur einmal so und dann zack. Triple Kill. Meine Ult one-hitted Leute unter 60% ihrer Leben. Oder unter 65%. Ihrer normalen Leben. Die Leute werden one-hitted. Genau, ich habe 12 Schuss. Eigentlich ist Lex richtig stark. Oder? Also zumindest gerade kommt da. Ihr seht ja, wie viel Damage ich gerade über die Distanz gemacht habe. Kann man der da am Anfang. Ich wollte gerade sagen, kann man der am Anfang keinen Damage machen? Nein, die hat einfach nur Todes rumgelegt. Okay. Ja, ich habe als Waffen. Ich habe Revolver. Alter, geh mir nicht auf die Nerven. Okay, also ich habe ganz normale Revolver, wie ihr sie ja seht. Genau. Das ist asozial. Ich wurde von der Eiskugel erwischt. Ich habe ganz normale, also ich kann es euch ganz zeigen, könnt es ganz kurz anhalten. Genau, ich habe ganz normale Revolver. Oh, hier sieht man nochmal genau, was die können. Ja, zwei Magnums. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Damage die nochmal machen. Aber auf jeden Fall machen die definitiv guten Damage. Genau. Ja, ihr könnt mich mal. Ich bin einfach irgendwie rein. Ja. Okay, einfach mal Ult draufhauen, obwohl der Schild im Weg ist. Hat jetzt nicht viel gebracht, aber ihr habt's gesehen. Bisschen was hat's. Bisschen was. Hat zumindest gebracht, ich kann heute absolut nicht reden, wie immer. Und der hat seine Ult ja mal gar nicht gewastet. Ja, wie gesagt, ich habe zwei Magnums, die einfach kontinuierlich Damage verursachen. Und da habe ich gar keinen Bock. Alter! Okay, danke. Ich bin kein Tank, ich habe nicht unendlich Leben. Ach, ja, die zwei Magnums. Dann habe ich auf R, was auf, ja, womit ich sprinten kann. Gut, dass ich wusste, dass du kommst. Oh, Auftragsmord. Dann habe ich, ihr seht's rechts unten, habe ich immer ein Vergeltungsziel. Das wird auch oben so markiert. Das, wenn ich das Ziel töte, was ich jetzt machen werde, würde ich nicht so mega veraimen. Wenn ich das Ziel töte, dann kriege ich extra Punkte. Jo. Ja, to the credits, ja genau. Und umso höher die Killstreak von dem Gegner ist, den ich töte, umso mehr Credits bekomme ich. Ihr seht, ich muss den jetzt da hinten töten. Alter. Ich mache voll guten Range Damage.
tatsächlich. Vergeltungsstil. Nein. Wie er sich zurückgesetzt hat. Ha. Genau, und jetzt habe ich den Fernando, den ich töten muss, der leider keine Kills streak, weshalb ich ihm jetzt nicht mehr Damage mache. Aber ja, jetzt ist mein Revolver. Dann habe ich auf ZL so eine Fähigkeit, wo ich das hier, wo ganz viele Schüsse hintereinander abgefeuert werden. Du bist mein Vergeltungsstil, komm her. Genau, für den kriege ich halt ein bisschen extra Credits. Und ja, dann habe ich auf meiner R kann ich halt so nach vorne pushen. Und zack. Das kann ich sogar tatsächlich alle 3 Sekunden machen. Meine R kann ich nach vorne pushen. Auf meiner L, also es geht nur nach vorne, auf meiner L kann ich mir ein neues Vergeltungsziel raussuchen. Falls mir das jetzige nicht passt oder ich einfach nur ein anderes haben möchte. Aus welchem Grund auch immer. Hallo? Oh. Das ist natürlich günstig für mich. Willst du mir gerade ernsthaft? Willst du gerade dich ernsthaft mit mir messen? Ich meine, vor der habe ich Angst. Okay, Vergeltungsziel. Okay, geht nach unten. Mit meiner Ult mache ich, wie gesagt, jeden, der weniger als 60% hat, upsala, der vor mir ist, dem, mach. Hallo, willst du? Bitte wird automatisch zurückgesetzt. Danke. Ja, ich one-hitte jeden, der dann weniger als 65% hat. Oder weniger als 60% steht da dabei. Genau, weniger als 65% und alle anderen erleiden nur 600 Schaden. Und die müssen in meinem Sichtfeld sein, ähnlich wie die McCree Ult. Halt. So. Und ich bin gerade. Ich rede mal wieder kompletten Stuss teilweise. Drache ist immer noch overpowered. Alter, dieser Drache. Der macht so viel Damage. Ja gut, backt rum. Okay. Ult könnte ich prinzipiell für ihn benutzen, einfach nur um ihn down zu bekommen. Einfach nur um Fernando zu töten. Habe ich aber jetzt noch nicht gemacht und der hat mich perfekt weggestoßen. Also, Alter, was mache ich? Genau, 105 kriege ich, 120 Credits, 135, weil er umso höher seine Killstreak ist, umso mehr Punkte bekomme ich auch. Oh Gott. Okay. Ich waste jetzt. Komm. Komm. Ist natürlich blöd, wenn du nicht damit rechnest, dass ich dann hier stehe. Ach komm, gestorben. Wieso mussten die mich instant alle sehen und angreifen? Ja, wie der schon darauf gegeiert hat. Ach komm, ist doch eklig. Komm, gestorben. Ach komm, wie hat er sich die ganze Zeit voll gehealt? Das ist richtig verbuggt. Ach, Koga. Geh mir nicht auf die Nerven. Wow, jetzt haben wir verloren. Deshalb, super. Mein Team hat mal wieder super gespielt. Und ich konnte auch irgendwie absolut nichts anrichten zum Ende hin. Aber ja, was soll's. Ich habe trotzdem Play of the Game. Ja, ne? Ich hoffe, ich hat die Folge gefallen. Also, teilweise macht er ziemlich viel Damage. Auch über die Range. Headshot Damage ist natürlich doppelt. Ja, da konnte ich einfach perfekt mit meiner Ult dann rein. Ja, alle, die halt vor mir sind, werden dann getötet. Insofern sie nicht, ja, weniger als 65% haben, kriegen sie nur 600 Damage. So, der Satz war gerade schon wieder kompletter Schwachsinn, aber. Also, der Satzbau, aber ihr wisst, was ich meine. Und, joa, dann sehen wir uns noch die Stats an. 78.000 Damage. Meine Stimme ist leider auch ein bisschen kaputt. Ich war nicht bester Flankierer, aber der hat auch 22 Todesstöße. Ja, ich hatte nur 18. Also das heißt nur, aber ja. Wow, 1000. Nicht mal 1000 Damage mehr. Ist echt. Also das ist kritisch. Ja gut, wir waren etwa gleich gut, würde ich sagen.
Der hatte eine Unterstützung mehr, vier Kills mehr und ja, ich sag mal 500 Damage mehr. Ja, ne? Dann haben wir einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Folge, bis zum nächsten Stream und ja, ciao, ciao.